Moin, Marcel aus der Jagdleutredaktion. Ja, heute haben wir etwas ganz Besonderes für euch, denn wir sind heute in der Schatzkammer von DD Optics, nämlich dem Showroom hier in Chemnitz. Ich sage mal Dresden, weil DD Optics steht ja eigentlich fast für Dresden, muss man sagen. Aber wir sind natürlich hier in Chemnitz und wir sind sehr gespannt, was der Firmengründer Axel Drescher heute für uns vorbereitet hat. Er war so euphorisch am Telefon und hat mich tatsächlich hierher gelockt, um mir sein neuestes Fernglas vorzustellen. Und ich bin wirklich mal sehr gespannt, ja, was er für uns vorbereitet hat. Eigentlich ist er immer für eine Überraschung gut und es wird spannend. Moin Axel. Moin. Freut mich hier zu sein. Ja. Ich bin ja wirklich gespannt. Leider sehe ich das Grinsen unter deiner Maske nicht, weil du warst so euphorisch am Telefon, als wir miteinander gesprochen haben. Ich musste dich ja anlocken. Ja, hast du geschafft und ich bin wirklich sehr gespannt. Was hast du überhaupt für uns heute vorbereitet? Ja, das ist also hier, habe ich das versteckt in dieser schönen Kiste. Ja. Okay. Ist ein neues Fernglas, ist auch eine ganze neue Fernglasserie. Ja. Dieses ist die erste neue Serie, die wir jetzt seit, würde ich sagen, einer ganzen Zeit wieder neu einführen, komplett neu. Und das ist das Fernglas, das ich schon immer bauen wollte. Was heißt denn immer schon bauen wolltest? War das wirklich ein Jugendtraum oder hast du vor 4 Wochen gedacht, ich bringe jetzt mal was Neues? Na, sagen wir so. Das ist das Fernglas, das ich mir eigentlich vor 15 Jahren ausgedacht habe, ja. Okay. Dann nach Japan gegangen bin, mir dort versucht habe, Partner zu finden für dieses Fernglas und man dort eigentlich mehr oder weniger mehr klar gemacht hat, dass das alles eine richtig gute Idee ist, ja, aber dass sie nicht in der Lage sind, diese Idee umzusetzen. Okay, also vor 15 Jahren hast du wirklich gesagt, ich habe eine Idee, könnt ihr mir das bauen? Genau. Und gesagt, geht nicht, oder? Ja, sie haben sich alle so ein bisschen komisch angeguckt, dann haben sie mich angeguckt und dann habe ich gemerkt, die unterdrücken sich gerade so ein bisschen das Lachen, ja. Okay. Und ich konnte das damals vielleicht nicht ganz so gut deuten, ich weiß natürlich heute warum, ja. Aber ich war etwas zu enthusiastisch daran gegangen und das, was ich wollte, war mit der damaligen Technik einfach nicht umsetzbar. Die hätte das auch gerne gehabt, ja, aber es ging einfach nicht. Und du hast trotzdem über 15 Jahre lang die Idee weiterverfolgt? Und na gut, wenn das, was man haben möchte, nicht geht, dann fängt man natürlich dort an und sagt, okay, dann muss ich abspecken mit meinen Vorstellungen, dann müssen wir eben was anderes konstruieren, ja. Und dann habe ich ja auch ein Fernglas damals herausgebracht, allerdings nicht mit ganz so tollen Features. Aber es war mein erstes Fernglas und es war für die damalige Zeit auch richtig gut und die Leute haben es geliebt. So, die Verpackung ist übrigens so neu, dass ich wahrscheinlich jetzt hier gleich schwarze Farbe an den Händen habe. Okay. Die ist gerade erst fertig geworden. Ey, was ist das für ein Bild? Das könntest du vielleicht so erkennen, wenn du schon mal hier warst. Sächsische Schweiz, irgendwo da. Ja. Ist das da in der Nähe oder wo ist das? Ja, ist auch in der Nähe. Das sind die Schrammsteine. Okay. Und hier oben, davon, wo ich fotografiere, so ein Kletterfelsen, hier geht es auch noch weiter nach oben und von dort aus kann man die Schrammsteine wunderbar beobachten und den Kletterern hier mit dem Fernglas zuschauen. Und diese Stelle, die hat halt irgendwie was Besonderes für mich im Leben, weil das mehr oder weniger der Grund ist, diese Schrammsteine und die Gegend, warum ich überhaupt in Sachsen bin. Ja, ein Fernglas in einer Fernglastasche, bisher noch nichts Besonderes. Aber Axel, was ist denn jetzt tatsächlich so revolutionär an diesem Glas? Du hast schon was erzählt, es ist eine andere Haptik. Habt ihr an der Beschichtung, an der Oberflächenbeschichtung des Glases etwas verändert? Oder was ist für dich noch anders? Also, was das Besondere an dem Fernglas ist, was will man von dem Fernglas? Ich will ein Fernglas haben, das möglichst klein ist. Das nicht so schwer ist, das leicht ist, das kompakt ist und ich will natürlich ein Maximum an Leistung haben, trotz dass es so klein ist und kompakt. Das heißt, ich will ein riesiges Sehfeld haben, das sind hier 142 Meter, ja. Und dieses Sehfeld möchte ich auch nutzen. Vielleicht mal für alle, die nicht so im Thema sind. 142 Meter Sehfeld bedeutet ja auf 1000 Meter sehe ich bei der achtfachen Vergrößerung des Glases einen Ausschnitt von 142 Meter in der Breite. Richtig? Genau. Genau. Weil vielleicht ist das schon das Erste, was nicht jeder gleich weiß, sage ich jetzt mal. Gut. 142 Meter Sehfeld sind aber nur interessant, wenn diese auch nutzbar sind
bis zum alleräußersten Rand, ohne dass man mit dem bloßen Auge einen Abfall merkt des Glases. Das ist also wirklich im Zentrum und am Rand von 142 Metern noch ein Bild hast, wo du sagst, ich kann hier keine Randunschärfen entdecken, hier ist nichts. Das ist so wie in der Mitte. Das ist ein Ding, das ist schon richtig kompliziert, weil jede Linse fällt natürlich zum Rand hin ab. Und das kann man auch nicht ändern. Ja? Und dann hier im Randbereich tatsächlich noch ein gestochen scharfes Bild zu haben, mit einer richtig hohen Auflösung, ohne jeden Käse, das ist wirklich schwierig. So, das ist der erste Teil, den ich haben möchte bei einem Glas. Dann möchte ich, dass das Glas möglichst wenig verzeichnet. Eine gerade Linie soll eine gerade Linie bleiben. Es ist einfach nicht so schön, wenn gerade Linien oder die Landschaft sich tonnenförmig so verzeichnen. Ja? Ich möchte das einfach wirklich ein tolles, gleichbleibendes, gerades Bild haben, ohne Verzeichnungen. Das ist der nächste Punkt. So, und dann möchte ich von dem Glas natürlich auch, dass es optimal Farben wiedergibt, dass es eine Brillanz hat und dass es Lichttransmissionen hat. Dass es hell ist, dass es ein ganz fantastisches, plastisches, dreidimensionales Bild gibt, wo ich sofort begeistert bin. Und das muss ich jetzt alles erreichen mit so einem kleinen Glas. 93% Lichttransmission, das ist eine richtige Hausnummer. Mit so einem kleinen Glas, damit das bis zum Rand alles scharf ist und keine Verzeichnungen da sind, muss ich auch noch einen Field Flatten einbauen. Das heißt, dieses Bild muss glatt gezogen werden, wie man es in Astronomie macht, mit einem Feedflattener. Und das muss alles hier rein. Es soll trotzdem noch kleiner, kompakter und heller sein als der Rest der Ferngläser. Und das, was ich alles hier haben und machen wollte, war einfach bis zum heutigen Tage, also bei unserem japanischen Partner zumindest, völlig außer der Möglichkeit. Und wir haben es jetzt umgesetzt. Ihr habt natürlich schon jede Menge Erfahrung mit den Vorgängern. Habt ihr Erfahrungen hier einfließen lassen? Habt ihr euch da mal umgehört, auch in der Jägerschaft oder unter den ganzen anderen Nutzern oder selbst die eigenen Erfahrungen mit einfließen lassen? Oder wie ist dieses Produkt letztendlich dann weiterentwickelt worden? Was auch noch in diese Produktion eingeflossen sind, ist natürlich eine ganze Menge an Erfahrung, auch User-Erfahrung. Und meine und die von unseren Kunden. Und eine davon zum Beispiel ist in Namibia, alles sehr sandig. Und es ist wirklich so, nach 2 Wochen habe ich den ganzen Sand schon in den Augenmuscheln drin. Und das zerstört mit der Zeit die gesamte Mechanik. Und dann habe ich ein Problem. Die müssen leicht zu tauschen sein. Deswegen haben wir hier ein System gebaut, was zu so einem hochwertigen Glas passt. Einfach weg, ein neues drauf. Und das Sandproblem hat sich erledigt nach der Namibia-Reise. Wir haben einen Diopter, den man fest verriegeln kann. Wir haben eine Gummiarmierung, die ist speziell entwickelt worden, dass das Fernglas wirklich mehr an der Hand klebt. Man merkt es richtig, das will nicht runterfallen. Auch wenn es nass ist, das Fernglas, es fällt nicht. Und was auch immer ganz typisch ist, wir mussten dann immer die Objektivschutzkappen nachliefern. Das haben wir auch recht einfach gelöst. Ja? Die fallen hier auch nicht mehr von selber runter, weil die einfach hier in der umlaufenden Nut einfach fest drin sitzen. Das sind so Kleinigkeiten an dem Glas, was man noch verbessern konnte. Hier vorne auf den Linsen ist noch eine Nanobeschichtung drauf, dass das Wasser besser abgeht, wenn man es reinigt. Das sind so die kleinen Vorteile noch, die man mit der Zeit eben, was man mit der Zeit lernt. So, jetzt möchte ich hier noch ein bisschen was zeigen, was natürlich dir jetzt nicht aufgefallen ist, weil alles, was nicht da ist, sieht man auch nicht und vermisst man auch nicht. Schau nochmal durch das Fernglas und du siehst, das Licht kommt ja jetzt seitlich von links. Ja? Und du kennst diesen Effekt, wenn ein Fernglas bei seitlichem Licht oder Licht, das von vorne kommt, dir so einen Milcheffekt reinbringt. Ja, richtig. Ja? So. Und bei diesem Fernglas haben wir darauf geachtet, dass das also eine spezielle Beschichtung an den Rohren, also in dem Innentubus ist eine spezielle Beschichtung und ist auch ein Verfahren angewendet worden, dass dieses Streulicht, das man sieht, wenn Licht von vorne tiefstehend kommt, von der Seite oder von wo auch immer, wo andere Ferngläser ganz stark diesen Milchreflex machen, schaust du einfach durch wie durch eine Wand, die ist nicht da. Das will ich sehen. Dann gib mir noch mal ein anderes Glas, wo ich das vielleicht beobachten kann. Hast du eins gerade da? Ja.
Ja, leider kann ich das gerade nur schätzen, aber ich weiß aus dem technischen Datenblatt, wir haben 142 Meter auf 1000 Meter bei einer achtfachen Vergrößerung an Seefeld. Das heißt, ich sehe, für die, die nicht so im Thema sind, hier und in einem Kilometer Entfernung einen breiten Streifen von 142 Metern. Und das ist wirklich schon eine ganz saubere Leistung. Und auch wenn ich mir so den Rand anschaue, ja, ich sehe eigentlich gar keinen Rand, beziehungsweise keine Unschärfen oder so am Rand. Ich glaube, das ist auch mit bloßem Auge hier ja, eigentlich gar nicht erkennbar. Also das ist echt der Hammer. Also beim SAG habe ich ein viel helleres Bild, also subjektiv, das ist viel heller. Das Wetter sieht aus, als wenn es viel schöner wäre, obwohl wir haben ja gerade ein bisschen Sonne. Ja. Und ja, hier habe ich schon ganz leichten Milcheffekt, meine ich. Von links auf der linken Seite, ja. Aber hier gesagt, wir haben hier natürlich, wir reden hier schon auf einem ziemlich hohen Niveau. Wollte ich gerade sagen, weil hier fällt mir das gar nicht mehr auf. Das ist wirklich eins dieser Dinge, die wir hier behandelt haben gegenüber anderen Ferngläsern. Wenn die einen Streulichteffekt haben, wir gucken immer noch durch. Wir haben also sehr viele Premium-Ferngläser genommen, mit denen verglichen und festgestellt, sehr viele Premium-Ferngläser haben immer noch das Streulichtproblem. Wir haben eine Firma gefunden, die es gar nicht hat, so ziemlich. Die haben es auch sehr gut in den Griff bekommen. Ich nenne das jetzt natürlich nicht. Aber sehr viele andere Premium-Hersteller haben echt ein Streulichtproblem, wenn das Licht ungünstig steht. Und das haben wir ja fast gänzlich reduziert. Und der nächste Punkt ist, wir wollen dieses Glas ja auch ein bisschen hier den Ornithologen für die Vogelbeobachtung zur Verfügung stellen. Wir sind ja in diesem Ornithologiemarkt noch nicht so unbedingt drin. Wir sind ja eigentlich beide eher jagdlich. Und wollen jetzt aber ein Glas bringen, wo die einfach nicht drumherum kommen. Und da haben wir natürlich gesagt, wenn du so weiße Flügel siehst, ja, oder so den Körper eines großen weißen Vogels, was ist das Schlimmste, was dir passieren kann, wenn das so eine blaue, gelbliche Korona hat, also diese chromatischen Aberrationen. Und die haben wir, soweit das irgend möglich war, fast eliminiert. Ja, Axel, vielen Dank für den Einblick wirklich in dein Unternehmen und für den Durchblick durch das Glas. Wir werden natürlich jetzt in den nächsten Tagen intensiv selber durchschauen, ja, es im jagdlichen Einsatz testen wollen und natürlich auch im Jagdblatt darüber berichten. Vielen Dank für die Möglichkeit, hier mal wirklich reinzuschauen. Danke dir. Warum bin ich hier heute bei DD Optics und beim Axel Drescher? Ganz einfach, um ihm sein neuestes Produkt zu entreißen. Weil genau dieses Glas, das ist meine Überraschung heute für dich, möchten wir verlosen. Wie man an dieser Verlosung teilnehmen kann, erfahrt ihr in der neuesten Ausgabe des Jagdblatts. Bei Mansai. Ja, da ist ja gut, dass ich sie jetzt langsam schon fertig habe.